Counter-Strike, wir haben es lange, lange versucht, viele Seasons, und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Das Team Mousesports ist zu Gast in Hamburg und auch die begrüßen wir mit einem großen Applaus gegen die A-Losers. Roman und Flex, beiden kennt euch sehr gut, über die letzten Seasons auf jeden Fall viele Kontakte gehabt. Jetzt in einer neuen Konstellation, in der ihr aufeinander trefft. Wie würdest du die Entscheidung von Roman bewerten, zu dem Team A-Losers zu stoßen? Ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Also A-Losers ist gerade in letzter Zeit durch die gute Wiederzusammenarbeit mit MSI ein ziemlich gutes Team, guter Clan geworden, der besonders finanzielle Stärken hat. Und wenn man die Chance hat, als guter Spieler bei so einem finanzkräftigen Clan ein neues Team aufzubauen, dass man sich quasi selber zusammenstellen kann, ist das sicherlich eine ganz gute Sache. Und besonders in einer Saison, wo es in jedem Team irgendwie mindestens 3 Wechsel gab, kann man mit einem neuen Team sicherlich gut punkten. Von daher kann ich die Entscheidung gut verstehen. Ja, auf jeden Fall eine ausführliche Meinung zu dem Thema. Sorry, da geht meine Stimme schon wieder flöten. Roman, jetzt lass uns ganz kurz mal drüber reden. Wann hast du den Schluss gefasst, zu den A-Losers zu wechseln? Ich erinnere mich noch dran, AL hatte bereits ein Line-Up announced, dann ist der Bodo da abgesprungen. Wann hast du den Schluss gefasst oder wann kam das Ganze zustande? Den Entschluss habe ich nicht gefasst. Also es war ja eigentlich eingeplant, dass ich bei MTW bleibe die Saison. Aber letztendlich ist es halt so gekommen, dass doch kein Platz mehr für mich war und dann war das halt eine sehr kurzfristige Sache. Wäre das von Anfang an geplant gewesen, wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber da es jetzt halt so gekommen ist, bin ich dabei und gekommen. Bist du enttäuscht darüber, wie das bei MTW gelaufen ist, dass du da ja quasi aussortiert worden bist? Was heißt enttäuscht? Das ist ja ganz normal in dieser Liga, aber es hätte ein bisschen früher kommen können, dass ich mich vorbereiten hätte können oder dass es halt ein bisschen anders abgelaufen wäre, aber war nicht gerade die feinste Art, aber was soll man machen? Ist ja nicht nur bei dir Überraschung, auch beim Team Mousesports dann die große Überraschung, Element raus, dafür ein alter Bekannter wieder rein, Jonas Bollack, der sich da so ein bisschen seines eigenen Denkmals fast beraubt, sagen viele aus der Szene. Wie siehst du diese Entscheidung, ihn zurückzuholen ins Team? Wenn man die Möglichkeit hat zu spielen, wieso nicht? Also ich meine, es ist ein guter Nebenverdienst und es macht Spaß, man hat Freude hier und warum sollte man es nicht machen, wenn man Zeit hat? Bist du der Meinung, dass er sich selber da so ein bisschen seines Denkmals beraubt oder ist das so total eigentlich irrelevant? Na, was heißt Denkmal? Ich glaube, in ein paar Jahren wird auch keiner mehr an Jonas denken, von daher, warum nicht? Du warst unmittelbar da involviert, unmittelbar auch vielleicht in den Entscheidungen mit involviert im Team. Wie würdest du begrüßt du die Entscheidung, so einen erfahrenen Spieler wie Jonas wieder zurück im Team zu begrüßen oder hättest du da lieber weiter auf einen anderen Spieler gebaut? Ich denke, so gut wie jedes Team in der EPS hätte sich nach Jonas auf jeden Fall die Finger geleckt. Also Jonas als neuen Spieler im Team zu haben, ist auf jeden Fall für jedes Team eine Bereicherung. Alleine die Erfahrung, also die Entscheidung kann man nur begrüßen, auf jeden Fall. Ja, wir haben so ein bisschen zumindest die Teamkonstellation aufgelöst. Lass uns ganz kurz über die ersten Spiele sprechen. Fangen wir bei Maus an. Erstes Spiel gegen G, eigentlich total unbekannte Größe für Mousesports. Ich habe da auch ein paar Kommentare gelesen von Blizzard, der sagt, ich habe mich mit den Jungs überhaupt gar nicht beschäftigt. Dann die Überraschung unentschieden, 2 Punkte gelassen, die man eigentlich hätte einfahren wollen. War das so ein erst Ohrfeige für euch, so ein Weckruf? Definitiv ja, also es ist auf jeden Fall ein katastrophales Spiel. Und eine Entscheidung direkt zu Beginn der Saison ist quasi für mich persönlich wie eine Niederlage. Also wir wissen genau, wie knapp es am Ende um die Finals werden kann und wenn einem 2 Punkte direkt von Anfang an fehlen, ist natürlich nicht der optimalste Start. Bei euch fing es ja nicht ganz so glücklich mit dem Unentschieden, eher mit einer Niederlage gegen Team 64 an. Ein Team, was ja auch sehr stark jetzt gestartet ist in der ESL Pro Series, das sich selber auch sehr gut einschätzt oder das auch große Ambitionen hat jetzt in der neuen Saison. Hat das besonders geschmerzt, weil da alte Teamkameraden im Team sind, gegen die man nicht unbedingt verlieren möchte? Nein, für mich ist das Spiel einfach ein Spiel. Man spielt gegen Gegner und das ist egal, nicht wer. Das war auch ein bisschen ein blödes Spiel. Wir haben uns von Anfang an falsch vorbereitet. Genau unseren Spielstil hatten wir noch nicht raus und haben wir jetzt durch dieses Spiel dann rausgefunden und das ist eigentlich ganz gut so gewesen. Danach ganz interessant für beide Teams. 2 Siege und jetzt kann man sich ja fragen, wohin geht die Reise? Entweder diese Serie wird verfolgt bei einem der beiden Teams oder es kommt vielleicht noch ein Unentschieden. Bei welchem Team würdest du so ein bisschen den Aufwärtstrend noch am ehesten sehen? Jetzt von A-Losers und Mousesports?
Ja, wäre jetzt schlecht, wenn ich nicht sagen würde, Maus was. Aber du bist ja auch ein sehr objektiver Spieler, der auch so ein bisschen reflektieren kann, insofern. Nein, ich traue uns schon auf jeden Fall zu, dass wir diese Saison wieder die Finals erreichen. Egal, ob wir jetzt mit unserem Wunsch-Line-Up oder mit Jonas als Aushilfe spielen, traue ich uns auf jeden Fall den Einzug auf die Finals zu. Von daher sehe ich auch gerade wegen den letzten beiden Siegen im Moment noch alles sehr gut, ja. Ja. Ja, zwei Siege eingefahren gegen Stofftiere und gegen Speedlink. Das sind natürlich jetzt nicht die großen Meilensteine und Prüfsteine für euch. Ist Mousebot so der große Faktor, um zu wissen, wo man denn steht in dieser Season? Also wenn wir heute auf einem Friday Night Game gegen Maus gewinnen, dann ist es schon eigentlich ein Maßstab. Also wenn wir heute gewinnen, dann wissen wir, dass wir gut dabei sind. Wenn wir verlieren, dann kommt auch niemand verliert. Wenn man hoch verliert, dann weiß man, okay, man muss noch viel tun. Wenn es knapp wird, dann kann man nichts dran ändern. Aber es ist ein Maßstab, ja. Also man kann schon aus dem Spiel so ein bisschen eine Tendenz ablesen, die man vielleicht für den Rest der Saison projizieren kann. Die Map ist auch noch ein ganz entscheidender Faktor. Du hast vorhin schon gesagt, du hast sie noch in keinem offiziellen Match gespielt, Tusken. Trotzdem ist sie ja nicht so ganz unbekannt. Sie ähnelt ja zum Beispiel Klein Mill ein bisschen. Die Map kennst du ja auch sehr gut. Würdest du sagen, das hilft euch, das so ein bisschen auf dieser Map, oder ist das eine ganz neue Geschichte? Ja, auf jeden Fall hilft das auf der Map. Also man weiß ungefähr, wo der Gegner stehen kann, was er machen kann, und das ist schon eine sehr große Hilfe. Wir hatten ja auch ein paar Trainingsspiele und von daher wissen wir schon, wie ungefähr die Map abläuft. Sieht es bei Mousebots genauso aus, wenn das erste Mal, dass diese Map überhaupt im Map-Pool auftaucht in der ESL Pro Series, auch das erste Spiel, das darauf bestritten wird? Habt ihr denn Zeit gehabt, euch da vorzubereiten? Habt ihr euch die Zeit genommen, euch da vorzubereiten? Zeit genommen haben wir uns auf jeden Fall. Also zu Beginn der Woche sind wir direkt ins Training eingestiegen. Wir wussten zwar, dass die Map Ähnlichkeit mit Mill hat sie letztendlich auch gehabt. Also bis auf den B-Spot ist ja quasi alles sehr ziemlich ähnlich. Haben uns erstaunlich gut, also meine persönliche Meinung ist, dass wir uns erstaunlich gut reingefunden haben in die Map. Von Anfang an haben wir eigentlich ein gutes Spielgefühl gehabt und ich bin relativ zuversichtlich. Ja, das sieht vielleicht nach einem klitzekleinen Pluspunkt dann momentan für Mousebots aus, aber natürlich muss man auch gut adaptieren können und ich denke, beide Teams spielen da auf einem sehr hohen Level. Wir werden uns gemeinsam darauf vorbereiten. Ich gehe gleich rüber zum Homereich, zum Andreas Lenski, meinem Co-Kommentator. Ich bedanke mich bei Flex Verroman für das Interview. Ich fange an mit Christian Schmiel, 22 Jahre jung, kommt eigentlich aus NRW, mittlerweile in Berlin ansässig und auch er lange, lange, lange dabei. Er wohnt ja mit dem Element zusammen. Mit wem wohnt er denn jetzt zusammen? Mit dem Roman? Mit Jonas. Mit Jonas? Sicher? Ja. Bestimmt, oder irgendeinem anderen Norweger. Aber Element kann sich ja ziemlich Miete nicht mal leisten. Muss aber nicht viel sagen zu Blizzard, denke ich, ist altbekannt. Mousebots Urgestein hat die Season 2 gewonnen mit den Eidusas. Das ist halt so ein bisschen die Parallele, die wir jetzt haben. Zusammen noch mit Greyfox und Todi und den ganzen Konsorten. Machen weiter mit Nummer 2. Es könnte Roman Reinhardt sein. Und diesmal liegen wir richtig mit Roman und dem richtigen Schied. 23 Jahre jung, kommt ebenfalls aus Berlin und ist oder bildet mit Blizzard eigentlich das Duo Infernale. Die beiden sind Ewigkeiten, ja. Es sind Ewigkeiten beide dabei und haben fast gleich viele Titel eingefahren. Wo du es gerade sagtest, Blizzard nochmal mit A-Losers, hat er wahrscheinlich ein paar Titel mehr als die anderen als Teams, oder? Absolut. Und Mousebots immer erfolgreich in den ungeraden Seasons. Das heißt, eigentlich sind die dieses Jahr wieder dran, den ersten zu machen. Und dazu können sie heute ein erstes Ausrufezeichen setzen. Wir machen weiter mit vielleicht Flex. Ich rate einfach mal ins Blau. Nein, ja, das ist geraten. Jonas, der... Das ist hier Jonas Bullock, der... Näher ran da, mein Jung! ...mal wieder in die Tasten greift. 22 Jahre jung. Ich glaube, die singen heterosexuell. Ja, ich musste gerade lachen, wo du sagtest, Crash, 20 Jahre schon viel erlebt. Man denkt so, Johnny R. ist seit Ewigkeiten dabei, immer im Begriff, so verbunden mit CS, genau wie Heaton. Und der ist gerade mal 22, sogar noch jünger als Christian und Roman. Eine bewegte Kindheit, kann man bewegte sagen. Bewegte Kindheit, hat es nicht leicht, hat es dann doch zum CR-Spieler geschafft. Und wir machen weiter, entweder mit Flex oder mit diesem Gore. Ich liege heute nicht richtig. Heute ist er schon unser Lieblingsösterreicher. Diesmal wieder mit Cappy. Absolut. Ich habe in Leipzig das erste Mal ohne Cappy spielen sehen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals ohne mit Cappy gesehen habe. Du hast es heute mit diesen Äußerlichkeiten. Ja, ja. wir machen weiter mit Flex. Ja, zum Mousebots muss man nicht viel sagen, da kann man sich eigentlich die Worte sparen. Finish das Team, das Line-Up Mousebots mit Martin Wehrmann, denn unsere Kamera mal weiter. Ja, wunderbar. Eben im Interview noch gesehen, jetzt schon wieder an der Tastatur. Martin Wehrmann ebenfalls mit vielen, vielen Auszeichnungen einfach überhäuft. Hatte einen schweren Stand nach seinem Wechsel zum Mousebots, wurde er zwischenzeitlich wieder ausgemustert durch Element.
und ist jetzt mit dem Town wieder mit drin. Ich glaube, er ist sehr, sehr froh, dass Mausbrot wieder auf ein rein deutsches Line-Up setzt. Ich glaube auch. Außer Gore, aber der ist ja schon halbwegs eingedeutscht. Solange wir den hier schon arbeiten, der hat wahrscheinlich schon eine Aufenthaltserlaubnis. Ey, du sagst gegen Mausbrot. Ihr kennt das Spielchen. Und mit ein bisschen Game Sounds machen wir Bam, da ist er. Das, genau, das sollte die erste Runde sein. Ich warte mal ein bisschen ab, weil es immer ein paar Anfangsschwierigkeiten gibt. Das sollte Go sein. Kleiner Applaus hier aus Hamburg. Mausbrot gegen die Elusers, die erste Runde. Und die Elusers starten als Attacker. Du hast ja eben schon ein bisschen Raum geworfen. Die Defender werden es auf der Map erstmal einfacher haben. Grundsätzlich, wenn beide die Maps nicht so gut kennen. Das Licht hier vor Ort werden wir löschen. Und werden damit die Leinwand etwas besser zu sehen. Das ist physikalisch richtig. Vor allem ist das jetzt ihr erster Clan-War auf dieser Map. Und auf jeden Fall gespannt zu sein, weil jede T-Map ist ja auf alle Fälle erstmal überraschend für die CTs, da sie die noch nie gesehen haben. Gehe ich mal von aus. Außer die CTs. Da geht's los. Jetzt gehen sie auf den, ich nenne ihn mal D-Spot, weil der andere Spot ist, glaube ich, näher dran. Oh Gott, hat auf jeden Fall hier die Chance verpasst, ein paar Frags zu machen. Aber macht zumindest mal den letzten Frag hier gegen Crush und damit 1-0. Bombe legt. Ist noch nicht 1-0. Achso, sorry. Ist noch da. Die lebt noch, die Bombe liegt. Schöne Odi, Roman auch noch. Roman ist auch noch am Start, mein Gott. Blizzard jetzt gegen 2. Verpeilt. Blizzard, 55 Points. Blizzard gegen Odi. Und Odi holt die Runde. In diesem Fall alles richtig 3-0. Da war ich ein bisschen vorschnell, da hat der Gore irgendwie ein paar Frags gemacht und dann... war die Runde für mich schon gelaufen. Also eins noch, damit eigentlich das Beste eingetreten, was hier uns passieren konnte, nämlich dass die Attacker die erste Runde gewinnen. In dem Fall vor allem, weil die Elusers angegeben haben, sie kennen die Map noch nicht so ganz gut, aber es sieht zumindest schon mal ein bisschen koordiniert aus, was sie hier machen. Ja, der Rush war auf jeden Fall das wohl einfallslos, der aber effektivste vielleicht. Ja, die Leiter muss man auch mal hochsteigen können, das ist nicht so einfach. Hat eine Liege gekauft, der Gore. MP5 bei Crush. Das ist ein beliebtes Eck hier rechts, wo der Crush reingeschaut hat. Da kann natürlich einer hocken. Und oben rechts muss man aufpassen. Schöner Flex hier mit der Deagle. Knight Ausgleich. 4 gegen 4 Situation. Der Spot scheint frei, aber oben war Gore noch irgendwo. Da ist er. Aber ausgeschaltet. Jetzt muss Roman natürlich den langen Weg gehen. Versucht von hinten über die, ich nenne ihn mal Bananengang. Ja, Roman, Mini-Roman wohlgemerkt, plant die Bomb, Bomb geplantet, macht den Fracking Blizzard und Roman ist der Last Man Standing für Mausbrot gegen 3. Wir haben schon viel gesehen von ihm, aber ich glaube, in diesem Fall wird es nicht Roman reichen, in diesem Fall sein Namensvetter. Mini-Roman gegen Maxi-Roman. Beendet die Runde anstelle 2-0 und eine Runde sollten wir dann doch noch sehen von den A-Losers, bevor Mausbrot zum Punkten kommt. Sehen hier schon die ersten Grand-Käufe. Das Gute an dieser Map ist, dass für die CTs die Bombspots sind sehr, sehr nah beieinander. Also ist nicht so, dass man so einen langen Weg zu dem anderen Bombspot hat und man kann relativ schnell dann umschalten. Ja, damit musst du rechnen, dass die mal offensiv kommen. Boah, Roman, jeweils ein Frag, gut gemacht. Audio Knight versuchen, die Stelle wieder unter Kontrolle zu bekommen. Flags für den Upset Points, schauen mal aufs Scoreboard. 2-3 Situationen. Mausbrot, ein Mann Unterzahl. Flex down. Last man standing Gore. Er hatte eben den Frag gemacht. Kann sich zumindest die AK holen. Und wenn er die safen könnte bis zum Schluss, wäre auf jeden Fall schon mal ein Gewinn für die nächste Runde. Er sollte sie auf jeden Fall sparen. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, da noch reinzugehen. Zumal der Spot ist ziemlich verwinkelt. Und viele Kisten, noch mehr dunkle Ecken. Oh, aber von hinten gesehen. Schön, da hat der Uli aufgepasst. Gut gemacht, Audi, 3-0 und das kann vielleicht auch eine kleine Überraschung bedeuten. Also ich finde, vielleicht hat der Roman noch ein bisschen anders Statement betrieben. Also bisher sehen die Angriffe für mich sehr sauber aus, die hier vollzogen werden. Und Mausbrot scheint da noch ein paar Probleme zu haben mit der Defense. Also jetzt ist es auf jeden Fall eine wichtige Runde, jetzt müssen sie die Runde holen. Ansonsten zack, noch eine Runde weg, dann haben sie schon gleich 5-0 und dann wird es natürlich eng.
Und auch wenn die schon etliche Spiele gemacht haben, auch dieses neue Erfahrung auf dieser Map, und da kann man vielleicht eher nervös werden, als wenn du auf die Dust halt fünf sieht vor allen Dingen an dieser Stelle hier die ganz große Ähnlichkeit zu Clan Mill. Das basiert ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ja, sondern ziemlich viel auf der Map. Das Katzenposter hing da immer. Und eigentlich ist die Map nur in so ein neues Gewand, ein neues Kleid gesteckt worden. Ah, nein, nice, Blizzard hier zweimal Erfolg in Müller und Odi. Aber ich schlage zurück. Mach den dritten Frag. Oh, last man standing is Knight. Ani! 1-2 Situationen. Ein Mann unter Zahl und Flex besorgt. In diesem Fall dem Knight 1-3. Und die eben beschworene, so wichtige vierte Runde, die erste Equipped für Maus, gewonnen und das Spiel damit offen gehalten. Ja, war ein bisschen inkonsequent. Sie haben viele Flashes geworfen, haben natürlich ein paar kassiert und dann mussten sie sich zurückziehen. Hätten vielleicht einfach straight nach vorne rushen sollen. Der Raum hier erinnert mich so ein bisschen an Dust 1, die T-Mitte. Weil von beiden Seiten kannst du unter Beschuss genommen werden und da hält man sich erstmal drin auf. Und um zu warten, ob da einer sich blicken lässt. Müller pischt sich hier langsam vor. Jetzt gehen sie doch wieder auf den A-Spot. Die Bombe ist aber bei den anderen Jungs. Blizzard first frag, teilt auch noch ein bisschen was aus. Second frag für ihn. Odi zieht sich jetzt zurück, 52 Points. Sie versuchen es mal wieder auf den A-Spot über die Rampe, aber da stehen sie relativ gut, Blizzard und Roman, die auch hier wieder ein schönes Duo bilden auf dieser Map. Da haben sie eben keine Flash reingeworfen, wenn ich da richtig geguckt habe. Schöne Flash. Passiert. Jetzt vielleicht auf die Kiste. Das war bei Mill schon immer der Fall. Da hat man sich gerne hochgelassen, um den Spot zu überblicken. Und den aus dem Spiel zu nehmen hier unten. Hallo! Ja. Schön hier, der Odi Blizzard aus dem Spiel genommen. Schön wäre es gewesen, hätte er mit dem Messer auf den Kopf gesprungen. Das wär... Nein. Ja, die Norddeutschen, die regeln das hier gerade auf dem Up-Spot. Bombe gelegt. Flex. Der ist natürlich Flex. Der wird seine Waffe safen, denke ich mal. Flex und Gore, letzten beiden verbleibenden Spieler gegen drei. Und Gore macht nicht die Anstalten, auf den A-Spot gehen zu wollen. Flex ist da schon ein bisschen offensiver. Ja, Flex, wenn Gore mehr als 23 AP hätte, würden sie es vielleicht mal riskieren. Aber ich glaube, das ist denen zu riskant. Ja, safen sie lieber und versuchen nächste Runde noch was damit zu reißen. Zeit läuft für die A-Losers und das sieht gut aus. Das sieht nach Runde 4 aus und damit würden sie dann drei Runden wieder in Führung sein und das dürfte jeden Moment der Fall werden. Oh, ja, das der Fall. Weapons das ist natürlich, wenn man die Map nicht kennt, bis wohin muss ich laufen, Digga, 4, immer weiter. Ja, der Underdog führt hier mit 4-1 und irgendwie so verhaltene Stimmung hier. Okay, dann mal los. Ein bisschen mehr Geklatsche. Man kann die Dinge auch nicht übers Knie brechen. Ja, man kann Schwung ja auch nicht zwingen, ne? Oh, da kriegt er immer hart in den Kopf. Dabei ist es ja vor allen Dingen eine Echo-Round von drei Mausbrot-Spielern. Zwei haben wir wieder gegrabt für die letzte Runde. Roman Knight! Beide machen hier 4 Kills. Schönes Duo und Flex. Und Flex wieder auf dem falschen Spot, B-Spot an der Stelle und hat jetzt die Aufgabe, sich gegen 4 durchzusetzen. Zumindest irgendwie versuchen, die nächsten 35 Sekunden. Ja, ich meine, die können ja auf dieser kleinen Map echt jagen gehen. Zeit genug zum Zurücklaufen hätten sie auf jeden Fall und vielleicht sind sie noch weit weg genug von der Bombe im Endeffekt. Ja, zu viel Risiko würde ich auch nicht eingehen, ist immer mal wieder schon gesehen worden. Mouseboards schafft es auch in einer Unterzahlsituation noch einige Frags zu machen. Vor allen Dingen schöne Individualisten, gute Individualisten wie der Flex. Und Müller geht hier unnötiges Risiko ein. 5-1, A-Losers bauen die Führung um 4 Runden aus 6 Runden gespielt, in 9 Runden. Da sehen wir Roman im Bild gerade. Ja, die sehen ein bisschen verzweifelt aus. Es ist verdammt schwer, denn natürlich wird hier schön aufgeteilt auf beide Spots, aber der Hauptfokus liegt momentan auf dem A-Spot bei den A-Losers.
Ich bin auch der Meinung, dass Alosis gegen Mousebots genauso einen harten Stand haben wird. Wenn die ihre T-Taktiken auspacken, Rush A, Rush B, dann wird es echt, ich glaube, nicht also einfach für Alosis. Flex, mit dem ersten Frag in der Runde, Knight. Leicht aus. Wir sind auf jeden Fall Gorn Flex auf dem B-Spot. Bombe wieder geholt von Knight, 69 Points. Und es ist eine 2 gegen 4, doppeltes Überzahlspiel-Situation. Ja. Knight als letzter Mann jetzt. Oh, es geht schade. Down. Zweite Runde down, für Mousebots. Down. 5 zu 2, 2 zu 5. Wieder eine Runde für Mousebots. Ist jetzt schwer zu sagen. Es steht und fällt sehr viel mit Audi. Wenn er früh aus dem Spiel rausgenommen wird, dann geht die Runde meistens verloren. Ja, vor allem Blizzard spielt ja eine entscheidende Rolle auf dem rechten Spot, meiner Meinung nach. Er sucht sich immer relativ geschickte Ecken aus und nimmt meist ein, zwei Spieler direkt aus dem Spiel. Gehen auf die Zecker. Roman, hier Bild, kann sich eine Colt holen. Wird kassiert. Oh, Flex. Drei, nee, zwei Frags. Kriegt jetzt schon Verstärkung von Johnny Air, der bis jetzt total blass geblieben ist. Und das er braucht er gar nicht. Hat Flex schön gelöst, drei Frags für ihn in dieser Runde. Wir bleiben mal ein bisschen bei Jonas, der hat noch keinen einziges Mal sich irgendwie in Szene setzen können. Ja, Johnny 06, Müller 16. Die schenken sich noch nicht so viel. Schauen wir auf seine Position, die er einnimmt. Schon ein bisschen offensiver. Also jetzt versucht er es mal offensiv. Kriegt hier die Flash. Was hat er davon? Zieht sie aber gleich zurück. Ja, sieht auf den ersten Gegner, kassiert ein bisschen was, gibt den Grand rein, Flash raus. Noch ein Flash rein, jetzt schaut natürlich, was da kommt. Ah, zu früh ums unglücklich. Eck. Zu früh ums Eck geschaut. Den Frack macht und er wurde ihm auch noch geklaut. Ja, ja, ja. Von Roman. Ja, nicht ganz so zielsicher, unser Jonas, am heutigen Freitagabend. Aber bereits zwei A-Losers down, der dritte folgt. Crush mit Bomb und AK und vielleicht auch dem ersten Frag in dieser Runde für die A-Losers. Den besorgt uns der Knights. 11 Hit Points. Crash legt nach. Und jetzt haben wir eine 2 gegen 2 Situation. 2 gegen 2. Das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, dass sie das so noch drehen. Gore und Jonas. Crush hat die Bomb, wird die gleich planten. Ja, viel ja, für die CT ist jetzt natürlich schwer, weil sie nicht wissen, auf welchen Spot die sich konzentrieren. Allerdings, da Knight hier auf diesem Spot sitzt. Die Ansage ist ganz klar, B-Spot ist frei und Crush wird sich in die Richtung bewegen. Hat natürlich ein kleines Problem, jetzt wird er schnell machen. Vielleicht erleben wir das heute auch nochmal. Ist jetzt relativ laut auch. War mit geplantet. Ja, er liegt schon mal, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Zumindest gibt es hier ein bisschen Kohle für die nächste Runde. Schöner Crash gegen Johnny. Jonas down, Gore. Oh, Crash holt die Runde. 6 zu 3 für die A-Losers. All das hätte ich nicht mehr kommen sehen. Nach einem 4-2 nach Spielern dann noch zu verlieren, das ist hart. Vor allem für Mousebots, die es eigentlich gewohnt sind, gerade diese Unterzahlsituationen zu gewinnen. Jetzt mal eine Überzahl Johnny abzugeben, 07. Ist relativ bitter. Aber das spricht auch das große Selbstvertrauen der Elusas, sich hier nicht aufzugeben. Blizzard. Blizzard wieder, also der macht ja echt einen guten Job. Bei ihm ist es zumindest safe, bei den anderen sehe ich das nicht so. Oh, den Second ja, Frag. Zack, den nächsten. Easy, Roman, Audi, leicht zu haben heute Abend. Go down, das ist auf dem anderen Spot, jetzt müssen wir da natürlich verschieben. Roman wird geschwätzig. Bombe geplantet, geht raus, Knight, 80 Points. Und zusammen mit Müller, letzter verbleibender Spieler. Ja, von wo kommen die? Frage. Das ist natürlich wieder ziemlich ungünstig eigentlich. Ja, ich kann so schlecht. Ah, und läuft genau Flex rein. Nice. Flex und Fire. Flex und Blizzard sind ja echt die beiden, mit denen steht und fällt das Mousebots-Spiel.
Und Jonas 08. 08. Ich hoffe, es wird zweistellig. Nicht, weil ich ihn nicht mag, einfach nur, weil es lustig anzusehen ist. 10 Runden gespielt, 5 Runden haben wir noch. Das heißt, 2 Drittel der ersten Halbzeit absolviert. Und wir sehen einen Flex und einen Crush. Das sind die beiden Spieler, die ihre Teams anführen. Flex, zweimal. Flex, es geht ab. Das ist natürlich ein Geschenk, wenn sie dem Bananengang so entgegengerannt kommen. Aber Roman kann ihn ausschalten und jetzt vielleicht, wo ist die Bombe, kann die gelegt werden. Das ist natürlich finanztechnisch nicht unwichtig. Ja, wird schon bitter kassiert. Knight. Nice am Spiel. Wird Jonas seinen ersten Frag machen? Nein, der Gore macht ihn. Ey, lass ihn wenigstens diffusen. 6 zu 5, aber jetzt noch einige Runden in Folge wieder gewonnen. Nah ran, 11 Runden gespielt. Also jetzt sieht das Ergebnis wieder ein bisschen besser aus für die Defender für Mouseboards. 6-5 ist auf jeden Fall okay. Man hätte jetzt gerade mal Johnny Air zeigen können. So, yes, nicht gestorben. Aber wenn du guckst, die Top-Fragger bei Mouseboards, Gore und Flex, also der linke Bombspot ist auf jeden Fall safe. Da kommen sie zwar ab und zu durch, aber dann auch natürlich 2 gegen 5. Ein sehr offensives Vorgehen jetzt von Mouseboards in der Mitte. A-Spot safe gemacht von Jonas. Ob das hilft, sehen wir gleich. Ja, wir haben sie noch gar nicht durch einen Kanal oder so gehen sehen. Den gibt's ja auch. Da kommst du halt durch den Gully-Deckel raus. Nee, durch die Tür. Ja, boah, verteilt hier ein bisschen Damage. Grand hinterher. Und Flex. Flex, ab. Wer sonst? Außer Flex, der hier ein nach dem anderen aus dem Spiel nimmt. Die ganze Zeit schon. 17 zu 6. Wahnsinn. 4 gegen 5 Situation. Roman, Flex. Wir bleiben mal ein bisschen bei Jonas. Den Flex, immer noch Flex, Flex, ein Flex. Frag fehlt. Den besorgt Roman. Wo ist Last Man Standing? Unser Crush, 22 Points. Und das wird ein ganz schwerer Stand. Da ist Johnny! 1 zu 8, der erste Frag. Und macht seinen ersten Frag. Das dürfte auf jeden Fall für ein bisschen Erleichterung gesorgt haben. 12 Runden gespielt, 3 Runden haben wir noch. Ja, jetzt gibt Aelos das ein bisschen aus der Hand zu. Sie hatten eine ziemlich hohe Führung, jetzt 6-6. Das ist natürlich schade jetzt um die Führung. Die ersten Angriffe waren sehr koordiniert, abgestimmt. Da hat es ein bisschen nachgelassen. Ja, ich finde, ihr Spiel ist langsamer geworden. Sie haben sich da vielleicht von Blizzard einschüchtern lassen. Die ersten Runden relativ schnell gespielt und das hat auch geklappt. Bomben gelegt und verteidigt. Johnny zweiten, jetzt noch dritten. Nice. Jetzt geht's aber los. Jetzt ist ihm gerade wieder eingefallen, dass er auf die Köpfe zielen muss. Roman, Audi, Celeste. Okay, nee, die versucht es immer wieder auf den A-Spot. Und da sitzt Blizzard, kassiert beide. Ja, beide. So ist es. Der ist total die Bank da. Die sollen es wirklich versuchen, auf den kleinen Spot zu gehen. Da haben sie es bis jetzt wenigstens öfter mal geschafft, die Bombe zu legen und zu verteidigen auf den großen. Erstmals die Führung von Mouseboards in diesem Spiel. Und das werden sie sich vielleicht nicht mehr nehmen lassen. Eine einzige Runde fehlt ihnen noch, um die Halbzeit soweit sicher machen zu können. Sie gehen die Mitte hoch. Nice. Das ist Johnny. Das ist ganz dreckig. Hier ist Johnny. 4 gegen 4 Situation. Ja, ja, auf einmal Fans, ne? Eben noch lachen. Oh, schönes Aiming hier von Roman. Das erste Mal einer, dass das einer aus der Tür gekommen ist. Und das wird eine spannende Runde werden. Schon haben sie das Überraschungsmoment. Last Man Standing gegen 4 verbleibende. Wenn es einer schafft, dann eine crazy Austrian Guy. Baum geplantet. Er wird sich jetzt dem Team beugen und seine Weapon safen vielleicht, je nachdem wie viel Damage er noch anrichten kann. Jetzt wissen wir natürlich auch, wo er ist. 1 ja, und Müller klärt. Unentschieden, 7-7 wieder. Aber hat man eben gesehen, der Roman das erste Mal durch die Tür gekommen, überhaupt einer von Aelosas. Und direkt so ein Überraschungsmoment. Also haben sie, ich meine, nach 13 Runden rechnen es nicht wirklich mehr damit. Und jetzt wird sich zeigen, wer die Runde als Gewinner beendet. Audi.
Roman First Track gegen Mini-Roman. Erstmal eine AWP im Spiel, weil ich weiß. Blizzard hier. Oh, Blizzard, direkt versemmelt. Sein Handwerk. Treffer. Nice Track. Oh, die war nicht gut. Aber Roman hat das im Griff hier, geht jetzt offensiv nach vorne und kann Blizzard hier so ein bisschen aushelfen mit seiner AWP. Und Johnny beendet diese erste Halbzeit standesgemäß mit seinem letzten Frag 8-7. Die Führung für Mausbrotz danach hat es lange, lange nicht ausgesehen. Jungs, schön euch wiederzusehen, euch endlich zu begrüßen hier. Wir haben gedacht, hey, das war so spannend die erste Halbzeit und war so abwechslungsreich, da wollen wir ein kleines Zwischeninterview einschieben. Felix, wie hat es für dich aus deiner Sicht die erste Halbzeit gestaltet? Ihr habt ja erstmal die Pistol Rounds dann doch noch verloren, auch noch relativ knapp eigentlich. Ja, Pistol Round ist natürlich immer sehr wichtig, da gehen 3 Runden drauf. 4 Waffenrunden haben wir dann auch zugelassen, ist ein bisschen viel. Unsere Trainingsergebnisse waren auf jeden Fall besser, 8-7 dann noch rausgeholt. Also ich denke, das Spiel ist offen. Absolut in alle Richtungen. Aber ich muss sagen, als am Anfang haben uns eure Attacker-Taktiken so ein bisschen sehr gut gefallen. Ihr seid halt sehr schnell gewesen, habt schnell agiert. Zum Ende hin ist es ein bisschen langsamer geworden. War es beabsichtigt oder wart ihr dann ein bisschen unsicher, weil sich Mausbrotz gut gefangen hat als Defender? Nein, wir wollten erst schauen, wie Mausbrotz spielt und deswegen bin ich auch oft zum Beispiel vorgegangen und habe geschaut, wie das da aussieht. Im Endeffekt haben wir dann gesehen, dass es halt nichts bringt, sehr schnell zu spielen, haben wir das halt ein bisschen langsamer gemacht. Obwohl ich ja sagen muss, dass sie am Anfang doch recht erfolgreich gewesen sind mit dieser schnellen Vorgehensweise. Ihr wart ein bisschen überrascht, waren auch nicht wirklich alle Spieler auf dem Posten in der Anfangsphase. Hat euch das so ein bisschen komplett auf den falschen Fuß erwischt? Hättet ihr lieber als Attacker angefangen? Oder? Nee, als CD war uns eigentlich schon recht. Also es war ja auch unsere Wahl, weil Elosas die Raumwahl hatte. Keine Ahnung, wahrscheinlich erstmal ins Spiel finden müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, was auf dem großen Spot schiefgelaufen ist. Eine Runde wurde ja auch am B geholt, also die erste wurde am B geholt. Man kann es noch nicht genau sagen, es ist eine neue Map. Wir sind so die ersten beiden Teams, die auf dem FNG diese Map spielen und ist auf jeden Fall, also wir haben nicht damit gerechnet, wie Eidos gespielt hat, müssen wir so sagen. Gleich haben wir den Rollenwechsel, ihr als Defender und ihr dürft dann attacken. Hast du das Gefühl, ihr habt 7 Runden geholt als Attacker, eigentlich liegen die besseren Karten eigentlich jetzt in eurer Hand, weil ihr jetzt einfach sicher stehen könnt, weil das auf dieser kleinen Map eigentlich ziemlich gut möglich ist? Also die CT-Seite liegt uns klar besser und wir haben uns auch ein paar schöne Sachen ausgedacht. Von daher hoffentlich bin ich sehr zuversichtlich. Hoffentlich nichts zu Wildes, das geht ja dann öfter mal nach hinten los. Hast du Sorge, dass ihr genauso schwach startet in die zweite Halbzeit, wie ihr es in der ersten gemacht habt? Oder seid ihr jetzt drin, seid ihr jetzt warm? Sorge habe ich eigentlich nicht. Also wir sind auf jeden Fall warm gespielt, haben uns jetzt ein bisschen eingefunden hier und ich denke mal, dass wir es locker aufspielen können in der T-Hälfte und hoffentlich auch die erste Runde holen, damit das Spiel weiterhin offen bleibt. Fühlst du dich grundsätzlich, kann man das sagen bei dir, als Defender oder als Attacker irgendwie wohler auf einer Map wie Tusken? Also ich persönlich bin sowieso mehr der CT-Spieler auf jeder Map. Es ist ganz egal, welche Map, ob nun Tusken oder Train oder was weiß ich. CT ist immer meine bessere Hälfte, aber das soll jetzt keinen Abbruch tun unserer Leistung. Von daher freue ich mich auf die Terror-Hälfte. Ich bin sehr gespannt, was wir dort sehen werden. Kleiner Applaus hier für unsere Interviewgäste. Gaming grade performance. Logitech.
take your chances at betog.com. Hey, Losers gegen Mausbus. Zweite Halbzeit und wir sind hoffentlich live dabei. Und die Losers als Defender Mausbus, als Decker, das war der hoffentlich letzte Restart, der jetzt hier gleich noch folgt. Zack. Und nach 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden startet die zweite Halbzeit hier live. Dann haben wir einen kleinen Applaus für Mausbus und die Losers. Bin ich immer gespannt, wie sie die Pärchen aufteilen. Das heißt, wer bei den A-Losers auf dem linken Bombspot spielen wird. Aber hier schon mal schöne. Haben sich schon mal wenigstens was ausgedacht? Wir hängen uns alle vor die Kisten. Dummerweise gehen die ganz woanders lang. Der Spot sieht sehr frei aus. Da haben wir einen, der trifft gar nichts. Blizzard mit zwei Kills hier. Und plantet noch die Bomb. Also. Mit der Glock. Sehr gut, sehr, sehr gut. Da haben sie es wirklich sehr, sehr gut. Vorbereitet. Crashy Erfolg gegen Johnny Air. Oh, Roman. Er ist natürlich ganz schön, wenn die Bombe liegt. Nice. Crash. Aber oh, das Flex war die Pistol Round. Klärt. Ey, ich meine, das war jetzt ziemlich riskant, was sie da gemacht haben. Sich da zu dritt offensiv in so einen Gang gehockt. Gibt auch noch zwei weitere Möglichkeiten, auf den Spot zu kommen. Und das war jetzt. Ja, die Alles-oder-Nichts-Variante. Es gibt eigentlich auch keine Demo, die du analysieren kannst, um zu sagen, ja, die kommen eh in der ersten Runde eben durch die Mitte. Also das war jetzt ein reines Risikospiel, das sie verloren Vielleicht haben. Vielleicht hat ihnen da irgendeiner was gesteckt und er meint es nicht so ganz ehrlich mit denen. Schön, oh, das ist ein erfolgreiches Offensivspiel. Im richtigen Moment weggeduckt, aber das trotzdem nur noch 13 Hitpoints. Das wäre es jetzt, die Pistol zu holen. Auf dem Balkon, der Knights. Johnny. Aber du hast schon ein bisschen Respekt bekommen jetzt durch diesen ersten Frag von den Users. Gehen sehr langsam vor, obwohl es ja eigentlich eine Unencrypt Round ist. Ja, sie haben auf jeden Fall Respekt. Also, sie wissen ja auch nicht unbedingt. Brett vom Kopf, wenn man so wird. Sie wissen auch nicht so recht, wie die aufgestellt sind, die CTs. Da lohlt da einfach mal der Gore. Was ist da passiert? Musst du erst kaputt schießen, Roman? Immer mit dem Kopf durch die Wand. Na, ich höre auf mit Anekdoten. Du musst ein Fan sein. Ja, natürlich jetzt auch gehört worden. Aber vielleicht im Rücken der CT, der T's. Oh, die traut sich ja vor, da war der Johnny vorhin. Also Mausbus wirklich sehr vorsichtig, noch 30 Sekunden auf der Uhr und jetzt muss langsam mal Tacheles geredet werden. Jetzt ahnen sie, dass sie vielleicht auf den B-Spot gehen. Knight macht einen Frag gegen Roman, aber da kann er auch nicht alleine den Posten halten. So viel ist klar, Bomb geplantet. Zum Schnell 2:0 am Ende des Tages. Und Flex versucht sich auf jeden Fall wieder wertvoll zu machen für das Team generell. Viele haben gesagt, ja, er ist ja nicht mehr der Skiller, nicht mehr der Fragger, der er früher war. Aber das scheint er hier ganz offensiv widerlegen zu wollen. Und sehr erfolgreich, wohlgemerkt auch. Da steht ja auch noch ein Carpio in der Warteschleife über Mausbus. Und irgendeiner muss da natürlich Platz machen. Ach, voll. Oh, den muss er doch holen. Der Müller. Ganz klar drüber geholzt. Knight. Letzter Mann, Oli mit 50 AP. Ja, Ani ist down, down, down. Aber Oli ist noch am Start. Als letzter Verbleibender und Roman finisht das Ganze mit einem 3:0. 12 Runden noch zu spielen, aber jetzt haben wir ungefähr ein ähnliches Szenario. Jetzt ist ganz wichtig für die A-Losers, diese erste Equipped Round zu gewinnen und einfach mal einen sicheren Stand zu bekommen. Den sehe ich jetzt noch gar nicht, auch noch gar keine richtige Aufteilung. Wir bleiben mal ein bisschen bei Knight. Oh, schön, die Flash rein. Das darfst du am Anfang nicht machen, das habe ich auf dem Public schon gelernt. Schön, ja, die Konterflash. Oh, unter zwei Mann hier.
Aber Johnny und Roman hat dann den falschen Instinkt gehabt, dachte, da wären schon mehr Leute durch gewesen und läuft so direkt in Jonas. Flinte, Bombe geplantet, Müller kommt raus, macht den Frag. Ganz wichtig, den zu machen. Last Man Standing ist Jonas Bollack, 57-19. Müller, das war eine verdammt wichtige Runde und wir sehen genau dasselbe Bild wie in der Hinrunde. Die Pistol verloren, aber die wichtige vierte Runde dann doch geholt. Das kann eine ganz heiße Kiste werden hier. Da sehen wir mal den A-Loses Raum. Die pushen sich natürlich, wenn sie so eine wichtige Runde holen. Aber schön, wie der Knight da die Konterflash angesetzt hat. Die haben ja, glaube ich, gar nichts gesehen. Das Kistenspiel, das sehen wir jetzt, das werden wir, glaube ich, immer auf dieser Map sehen. Dass sie auf Kisten hochhiefen und so die verschiedenen Eingänge im Auge behalten. Crash, First Frag. Das ist ganz wichtig. Das hat auch Blizzard eben ganz gut gemacht. Mit Roman zusammen in Kombination. Die Grand kam schlecht, hätte runtergemusst. Stattdessen ging sie rechts ins Eck. Jonas dagegen mit der Gegenfrag. OD down. Konter HE war besser. Und verschiebt jetzt der Roman 34 Points. Also sie sollten vielleicht wirklich mal versuchen, durch die Tür zu kommen gleichzeitig, während die anderen halt über die Rampe vorgehen. Das hat bei Roman vorhin geklappt. Das wird überhaupt nicht praktiziert, das vielleicht mal so eine Zange machen. 11 Points, hat er Glück gehabt, dass er da nicht direkt gefragt worden ist. Knight noch am Start, 22 Points. Das ist aber schon eine einzige Situation. Blizzard gegen Knight. Knight macht es! Knight holt den Blizzard. Ich hoffe, der wird hier nicht zum Match gewinnen, sonst nehmen sie uns die Bude auseinander. 3-2 und damit Anschluss wieder gefunden an Mousesports, die ja durch ihren Gewinn der Pistol Round hier mit 3-0 in Führung gelegen haben. 3-2 jetzt also, 2-3 aus Sicht der Elusers mit der ersten AWP im Spiel und das ist der Knight. Schön. Und da. Schön, zwei Mann auf einmal! Wahnsinn! Und jetzt passiert das, was ich befürchtet habe. Sie nehmen uns die Bude auseinander. Oh, Flex, Second Frag gegen Roman. Aber Crush, finished. Darf die Runde, 3-3. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das jetzt gerade eine Sparrunde war von Mousesports. 3-3 jetzt hier. Das wird jetzt wirklich eine ganz heiße Kiste hier. Mousesports jetzt wahrscheinlich wieder mit Waffen. Die saß. Oh. Ja, Johnny fühlt sich in der T-Rolle auf jeden Fall wohler als in der CT-Rolle. Autsch. Ich meine, er sieht da gar nichts. Aber den Johnny. Ja, trotzdem den Frag gegen Jonas. Hat noch 43 Points. Müller gegen Roman, Roman gegen Blizzard. Aber Flex, der ist heiß, der zeigt dir echt ein Top-Spiel. Drei Frags von Flex. Bombe wird gelegt, nur noch Knight da und der hat eine AWP, was auf so einem kleinen Spot natürlich eher nicht so gut ist. Nummer 1. Jetzt switcht er auf die M4. Goa, 80 HP, versteckt sie hinter den Kisten. Die saß nicht so ganz und Goa klärt. Das ist echt mal ein krasses Spiel. Wiederführung für Mousesports. Und die bleibt die Spucke weg. 4-3. Ja, 7 Runden gespielt. Du hast so schön kommentiert. Wollte ich da nicht stören in deinem Rhythmus. Und das ist, wie gesagt, genau dasselbe Bild, das uns eigentlich auch begegnet ist in der ersten Halbzeit. Und das wird schwer für die A-Losers hier nochmal ins Spiel zu kommen. Verlieren diese Pistol Round, Goa gegen Knight und Crush Last Man Standing. Terroristen, 5-3. 8 Runden gespielt.
Aber zu diesem Zeitpunkt kam Mausports in der ersten Halbzeit wieder zurück ins Spiel. Das heißt, jetzt sollte sich auch AL überlegen, ob sie da umstellen sollten. Das war jetzt natürlich eine Sparrunde und du kennst es ja, als CT musst du immer öfter sparen als T. Insofern wird es natürlich sehr schwer jetzt für A-Losers, wenn sie jetzt diese Runde wieder abgeben, dann ist wahrscheinlich wieder eine Sparrunde dran und es ist halt so eine Teufelsspirale. Crashy im Fenster zum Hof. Kann ja einen aus dem Spiel nehmen. Roman nice hat nicht aufgepasst. Zieht sich gleich zurück. Aber schönes Timing da. Der andere hat er natürlich noch gesehen. Danke. Odi gegen Johnny Air, Odi gegen Flex erfolgreich, Flex aus dem Spiel. Aber Gorsch liegt zurück gegen Müller. Knight im Gorsch aus dem Spiel und sie holen die wichtige 9. Runde. Das heißt, nicht sparen in der kommenden 10. Runde. Und das war jetzt wirklich sehr wichtig, wenn sie aber noch Chancen haben wollen, das Spiel zu gewinnen. Mausballs braucht halt nur noch 3 Runden. Bei noch verbleibenden 6 Runden zu spielen. Also noch ist für beide Teams der Sieg greifbar und Knight geht wieder offensiv und kann vielleicht so ein bisschen den ersten Vorhut erwischen, Wizards. Normalerweise schmeißt man da halt erstmal eine Flash vor. Das ist halt wie auf Inferno der Bananengang, da rennst du ja auch nicht einfach rein. Da weißt du ja mittlerweile auch, dass da eine HWP meist steht. Jetzt bin ich mal gespannt, bleib mal beim Blizzard, weil der geht jetzt durch die Tür raus und das könnte wieder dieser Überraschungseffekt sein, den Roman vorhin hatte, wenn sie wirklich zeitgleich zuschnappen. Müller mit Famas gegen Flex und Gore. Knight bekommt hier anscheinend nichts zu tun. Blizzard jetzt an der Tür, das hatten wir eben gefordert. Jetzt wird Blizzard dieses einlösen, Smog raus, Crush a third frag. Das ist jetzt natürlich. Die macht natürlich ein Geräusch, die Tür. Da die Smoke seiner Kollegen dahingeschmissen, wissentlich. Er wartet natürlich auf. Jetzt geht er raus. Roman, heute Johnny ist down und Roman hat hier die letzten beiden Frags vollkommen im Griff. 5-5, der Ausgleich. Wer sonst außer Roman? Ich meine, der hat denselben Trick ja auch versucht anzuwenden. 5 Runden haben wir noch und da haben wir wirklich noch alles drin. Zur Erinnerung, A-Losers benötigen 3 Runden, zumindest mit Unentschieden. 4 würden sie aber benötigen, um einen Sieg nach Hause zu fahren. Und das heißt, sie bräuchten 4 aus 5. Sie dürfen sich nicht mehr viele Fehler erlauben. Knight, first track. Müller, mein Gott. Müller macht das. Das ist aber viel zu knapp. Mausports mit Eco haben sich Deagles gekauft teilweise. Gore, nice frag, One-Shot, Headshot gegen Knights. Damit auch die AWP down und Gore wird sich diese auf jeden Fall zu eigen machen. Wir sehen es hier. Aber die Bombe hat er nicht. Ich sehe es, Crush, nice. Blizzard hat die Bombe und der hat nun den Deagle. Aber schon auf dem Spot. Schönes Ding hier gegen Crash. Jetzt könnt ihr legen. AWP aus dem kleinen Spot ist natürlich. Aber Bomb legen ist natürlich super, schon mal einfach für das Portemonnaie. Audi, Müller und das war's. Für Roman. Wenn du die wirfst, dann weißt du auf jeden Fall, wo er ist und die war nicht so gut. Müller auch noch da, Müller auch raus im Spiel. Er hat nicht gehört, wie diffused wird. Er guckt und die Bombe ist diffused. Das war ganz bitter. Das wird ihn ärgern. Er hat es nicht gehört. Es kam die Flash. Schön gemacht vom Audi. Wie konnte er das nicht hören? Ich meine, er stand noch 5 Meter davor. Also das 11 fand ich jetzt. Runden gespielt. Vier Runden haben wir noch. Ah, sieht gut aus insgesamt. Aber Mausports, wie gesagt, Bombe geplantet. Da muss nicht gespart werden. Da gibt's noch genügend Geld in der Kriegskasse. 13-13 steht's momentan.
Aber Müller macht keinen guten Job. Also das hätte haben müssen, auch davor schon einige sehr unsouveräne. Müller sprayt ein bisschen viel, finde ich. Er sitzt einfach nicht drauf. Roman hier. Mini Roman geflext. Roman zweimal, Crush, komm raus. Roman dreimal. Blizzard, Johnny und Flex aus dem Spiel genommen. Das schaffen nur wenige in ihrer Karriere. Aber Bombe wird gelegt. Oh, da hockt er. Nice Track. Last Man Standing ist Roman gegen Knights. Oh, Knight kommt von hinten. Jawohl. Damit das 7-5. Oh, jetzt wird's verdammt spannend. Ja, jetzt muss Mousequartz alle drei Runden holen, um noch zu gewinnen. Ja, mindestens zwei, um noch in das Draw aus dem Spiel zu kriegen. Man sieht auch ganz klar die Anspannung im Gesicht der A-Losers. Zwei Runden benötigen sie von drei Verbleibenden. Also da ist noch alles drin. Vor allem AL fully equipped und Mousequartz eher mit so der Spar-Variante. Die saß. Aber Roman First Strike, jetzt müssen wir das Spiel schnell machen, müssen versuchen auf den Spot zu kommen. Jetzt kommt ein Flash raus. Das war ein Fake, jetzt geht's zurück, jetzt geht's vielleicht mit dem Banangang. Dort steht hoffentlich kein AWP für sie. Müller verschiebt. Müller, Roman. Roman am Start. Grand hinterher, also da ist Spot auf jeden Fall sauber gehalten. Audi, Athen. Flash raus, 37 Points auf ihn, zweite Flash hinterher. Grand, oh. Aber da hat er sich. Aber die Grand, die nimmt den Jonas noch mit. Wen sonst? Boah, gegen. Oh, go on, Knight. Flex. Da haben sie jetzt das Spiel. Der Müller. Müller wieder. Oh, der muss sitzen. 7-6, 13 Runden sind gespielt. 2 von 2 benötigt AL, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Und ebenfalls beide Runden muss Mousequartz gewinnen. Das wird eine ganz, ganz knappe Kiste für beide Teams. Knapper geht's gar nicht. Könnte ja fast ein 16-14 werden, ne? Crash versucht sie mal offensiv wieder. Ja, Crash versucht jetzt ein bisschen. Vielleicht da hinten ein. Von hinten. Aber es ist gar nicht so verkehrt. Jetzt einfach versuchen, ein bisschen Verwirrung reinzubringen, ein bisschken unsicher Faktor und Crush macht den Frag gegen Roman und damit zuerst Ausrufezeichen in dieser so wichtigen Runde. Audi legt nach, Roman mit Famas, wird aber kassiert. Jetzt geht es ganz schön offensiv, jetzt dürfen sie nicht versuchen, das Spiel aus der Hand zu geben. Jetzt haben sie eine gute Vorteilsposition erarbeitet, er kämpft Gore, 1 Hitpoints mit Blizzard. Das sind die letzten verbleibenden Spieler gegen 4, doppeltes Überzahlspiel für die A-Losers, also das sieht gut aus, aber wir erinnern uns, letzte Halbzeit, da hat es auch geschafft, eine genau solche Situation noch für sich zu entscheiden. Das ist noch lange nicht sicher. Oh, die 47 Hitpoints. Es wird verschoben auf den B-Spot. 51 Hitpoints für den Gore Blizzard. 100 Hitpoints. Also, sie haben gute Voraussetzungen, haben schon aus wesentlich weniger Hitpoints viel mehr gemacht. Gleich sollen sie auf Knight treffen. Der deckt hier, glaube ich, dieses Mittelstück. Eins und ein. Oh. Ja, zumindest ein, aber Gore immer noch 51 Points, muss jetzt gegen 3. Wenn sie es jetzt geschickt anstellen, wissen sie, was auf sie zukommt. Baum wird geplantet, aber da ist Crush. Und damit ist das Unentschieden schon einmal sicher für die A-Losers. Aber jetzt muss Mousequartz ganz klar bangen um einen wichtigen Punkt, um das zweite Unentschieden in dieser Season für sie und um wichtige Punkte bei dem Kampf um die Finalteilnahme. Also das ist eine ganz wichtige Runde. Wir schauen auf die A-Losers. Vor allem ist es auch die letzte Runde. Letzte Runde in diesem Spiel. Jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt versuchen sie mit dem Rush und sie haben nur Deagles. Das heißt ein Eco bei Mousequartz. Komplett blind. Aber oh, ist Knights. Crush, dreimal. Zwei. Knights kommt raus. Nein, und da holt sie den Win. Damit gewinnt AL gegen Mousequartz 16-14. Da sehen wir die Freude bei den A-Losers-Spielern. Da ist ihnen ein Stein vom Herzen gefallen und die richtige und wichtige Vorarbeit dafür haben sie in der ersten Halbzeit geführt. Und wir haben eben ein cooles Spiel gesehen auf der Map Tusken.
Werden ihr belagert quasi, eure Fans? Das sind Fans. Also ging es die ganze Zeit hier, muss ich sagen. Also sehr großartig. Hast du geglaubt, dass da nochmal ein Comeback möglich ist für euch? Nochmal was? Hast du an das Comeback geglaubt, dass das möglich ist hier? In der zweiten Halbzeit, sprich 8-7 hinten gelegen, da ja, haben wir ja gesagt, klar. Ja, CT müsste jetzt gut stehen. Hast du wirklich daran geglaubt, dass diese neuen Runden einzufahren sind? Wir haben sehr viele Runden sehr unglücklich verloren als Terror, sowie als CT. Aber es war auf jeden Fall eine klare Sache. Also mir war von Anfang an klar, dass wir gewinnen werden, aber nicht so knapp. Das war schon ziemlich knapp. 16-14 ist mal ganz bitter, mit dieser Hausnummer zu verlieren. Ihr seid ja mittlerweile schon fast gelernt darin, 16-14 zu gewinnen. Jetzt mal dieses umgekehrte Spiel. Was hat euch gefehlt als Attacker, um dann noch diese eine oder andere Runde mehr zu holen? Ich glaube, wir haben uns in vielen Situationen einfach selber nicht genug zugetraut. Also teilweise zu defensiv gespielt, zu ängstlich gespielt, anders als im Training. Und dadurch A-Losers ein bisschen leicht gemacht. Wenn ihr euch fragt, wo sind wir denn beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal sind wir erstmal wieder im Studio in Köln. Studio Intel Friday Night Game am 15. Das ist der nächste Freitag quasi. Und da begrüßen wir zwei wunderbare Teams wieder. Next Generation und G-Life war geplant. Next Generation wird auf jeden Fall da sein. Der Gegner wird unter der Woche bekannt gegeben in Warcraft. Aber den Nas und den Fisch. Darauf freue ich mich auch auf diese beiden noch relativ frischen, unverbrauchten Gesichter in Warcraft 3. Ein bisschen was haben wir noch bei euch hier am Start in Hamburg. Wenn ihr euch fragt, wann sind wir das nächste Mal wieder unterwegs on road, da haben wir am Freitag, den 22., sprich den darauffolgenden Freitag, die Meistersingerhalle in Nürnberg. Das ist eine Wahnsinns-Location. Wetten, das hat da bereits stattgefunden. Das heißt, wenn ihr aus Süddeutschland gerade ein bisschen neidisch seid auf die Jungs im hohen Norden aus Hamburg, dann muss ich sagen, kein Grund dazu. Wir sind da und zwar auch mit Top-Begegnungen, mit Top-Paarungen, nämlich MTW gegen die Stofftiere und, das ist aufgeschrieben, Proteus gegen Fire. Also das sind die Paarungen dafür. Notiert euch das, alles nachzulesen unter www.esl.eu. Und eine Jacke habe ich noch bei euch. Eine einzige Jacke habe ich noch. Gebt nochmal Gas hier in Hamburg. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Und die muss jetzt raus. Die muss jetzt raus. Wer von euch hat die verdient? Nein, falsch. Alle haben sie verdient. Alle von euch hätten diese Jacke verdient. Ich mach's kurz schmerzlos. Zack, viel Spaß damit. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, das war das Intel Friday Night Game live aus Hamburg. Ihr wart großartig. Großen Applaus für euch selbst nochmal, denn das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden bald wieder da sein. Checkt www.giga.de und DSL. Mein Name ist Alexander Albrecht. Adios. We'll be right back.